Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr den Weg zu meinem Orakel gefunden habt. Ja, heute ist Neumond und ich dachte, ich mache uns heute mal eine kleine Neumondlegung, einen kleinen Impuls aus dem Tarot, und zwar mit Hilfe der Legung der Hohenpriesterin oder des Geheimnisses der Hohenpriesterin. Ich finde das ganz passend für den Neumond, denn das ist ein Legesystem, was die verschiedenen Mondphasen mit berücksichtigt. Wo es aber auch irgendwie um bewusste und unbewusste Tendenzen geht, Zukunftsaussicht, da gibt es auch eine Karte, aber auch das Geheimnis der Hohenpriesterin lässt sich vielleicht entschlüsseln, vorausgesetzt, diese Position enthält eine hohe Arkana. Naja, das werdet ihr gleich im Video auf jeden Fall auch noch sehen, was ich damit meine. So, dieser Karte hier ist dieses Legesystem nachempfunden. Ich habe das persönlich durch Hajo Banzhaf bin ich damit in Berührung gekommen. Wer da der Urheber ist, kann ich allerdings nicht sagen. Das weiß ich nicht genau. So, die Karte stelle ich uns jetzt hier mal oben hin, damit sie über die Legung wacht sozusagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sich zeigen wird bei dieser Legung. Ich werde jetzt gleich auch noch was sagen zu den einzelnen Positionen, dass ihr wisst, was da was bedeutet. Für diejenigen, die das hier alles aber auch nicht so interessiert, die können gerne vorspulen. Ich habe euch unten im Video den Anfang des Orakels vermerkt. Für allejenigen, die es interessiert, ich arbeite heute mit den Crowley-Tarotkarten aus dem Urania-Verlag. Auch die verlinke ich euch unten in der Box. Falls es nötig sein wird, habe ich hier noch die Mystical Lenormand-Karten, die wir dann halt zur Klärung benutzen, falls das nötig sein sollte. So, ich beginne mal. Ich persönlich finde es immer schön, wenn die Karten live gemischt werden. Darum mache ich das jetzt auch so. Das ist natürlich auch immer ein Risiko, ne? Also es ist halt dann sozusagen, ich habe ja keinen Einfluss auf die Karten, die kommen, und muss sie natürlich dann auch entsprechend spontan deuten. Damit mir das gut gelingt, habe ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Literatur zurechtgelegt, die ich befragen kann, damit ich auch möglichst alle Aspekte aus einer Karte oder die relevanten Aspekte aus einer Karte herausholen kann. So, ich beginne jetzt einfach mal. Bitte die erste Karte. Die erste Karte. Da ist sie auch schon. Zwei auch schon. Ja, das sind nämlich die beiden Hauptimpulse. Das ist der erste. Dieser Impuls kommt dazu. Das steht für die momentane Situation. Der Ist-Zustand im Grunde. Wie ist es gerade bei euch in irgendeiner Situation? Das könnt ihr euch auch selbst überlegen, ob ihr hier nach einer Beziehung fragt, nach eurer allgemeinen Tendenz, nach beruflichen Dingen, Freundschaft, Hobby, was immer euch einfällt. Ihr könnt es auch ganz ohne spezielle Fragestellung schauen und gucken, ob es mit euch irgendwie in Resonanz steht. Wie gesagt, schön finde ich hierbei immer, dass das halt auch so ein bisschen die Mondphasen mit einbezieht. Und zwar kann ich euch das auch gleich zeigen. So, wir beginnen hier mit der vergangenen Mondphase. Das ist quasi das, was abnimmt. Der abnehmende Mond, könnte man auch sagen. Jetzt bitte eine Karte für den momentanen Hauptimpuls. Wie ist die Stimmung momentan? Da kommt die Karte. Ja, das ist quasi der aktuelle Mond, wenn man so möchte. Und dann hätte ich gerne noch eine Karte für den zukünftigen Mond. Der kommt. Da haben wir die. Ich halte es jetzt im Moment auch so, dass ich die Karten nicht umgekehrt auslege. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Ich möchte die Karten eher richtig rumdeuten. Da bin ich auch wesentlich sicherer, dass mit der umgekehrten Lage, ja, das kann man selbstverständlich machen. Ganz kurz, das hier ist die Position für die unbewusste Haltung. Das hier ist die Position für die bewusste Haltung. Und jetzt brauche ich noch zwei Positionen. Einmal die, die will schon so. Das ist die, das, was als nächstes kommt, auch korrespondiert dann mit dieser Karte.
Und jetzt bitte ich die hohe Priesterin, uns vielleicht ein Geheimnis zu offenbaren mit der letzten Karte, die, wenn es eine hohe Arcana ist, uns auf jeden Fall nochmal tiefgreifenderen Aufschluss über die vorherrschende Situation schenkt. Sollte das hier keine hohe Arcana-Karte sein, dann ist die hohe Priesterin heute leider nicht bereit, uns mehr Auskunft zu geben oder tieferen Einblick zu gewähren. Das ist aber nicht weiter schlimm, das hat auch nichts mit der weiteren Legung zu tun oder mit der sonstigen Legung. Es ist halt quasi so ein kleines Schmankerl, könnte man sagen, das wir vielleicht noch bekommen oder auch nicht. Ich lege sie mal hier hin. Ich bin sehr gespannt. Da kommen wir aber auch erst zum Schluss zu. So. Zack. Jetzt schaue ich noch, was wir hier unten drunter haben. Ah, die Königin der Stäbe. Das finde ich auch mal ganz interessant, ne? Welche Karte ist als letztes unter dem Stapel. Das ist in diesem Fall die Königin der Stäbe. Ja, eine sehr kraftvolle Karte, auch eine sehr kraftvolle Person, reifere Frau, die ja, sehr feurig ist, aber eben auch hier sinnbildlich mit dem, ich weiß gar nicht, was ist es denn, ein Puma, diese Kraft aber auch irgendwie ein bisschen gezähmt hat, ja? Also sie ist, wie gesagt, durch die, anstatt der Königin eben auch schon eine etwas reifere Frau. Das kann eine Person im Außen darstellen, das kann dich darstellen, eine Energie, die du gerne hättest, eine Energie, in der du gerne bist. Ne, nochmal so ein kleiner Hinweis, der uns ja vielleicht nachher auch weiterhelfen wird. So, meine Lieben, es wird spannend. Ich beginne. Und zwar mit der ersten Karte, die gefallen ist. Das ist diese hier. Die momentane Situation. Genuss. Oh, alles klar, die 6 der Kelche. Ja, das ist eine sehr schöne Karte auf jeden Fall. Es scheint hier jedenfalls um darum zu gehen, das Leben zu genießen. Dass das jetzt im Moment auch vielleicht gerade möglich ist, auch wenn dir das gar nicht so erscheint. Aber die Karte zeigt hier an, ja, es ist auch die 6 numerologisch, wer da interessiert ist. Eine Karte, die auch für Sexualität steht durchaus. Davon gibt es auch nicht so viele im Tarot. Da würden mir im Grunde von den großen Arkana die Liebenden und die Kraft einfallen und der Ritter der Kelche und eben die 6 der Kelche, die auch sexuelle Aspekte in sich tragen. Und ja, ich schaue jetzt mal in mein Büchlein, was mir dazu noch mehr einfällt. Beziehungsweise was mein Buch noch Schlaues zu sagen hat. Ja, genau. Es geht um Sexualität, Genuss, Spaß, auch an der körperlichen Liebe, aber auch um emotionalen Austausch. Und ja, im Grunde lädt dich diese Karte ein, dir deines Reichtums, den du schon hast, an Emotionen, aber auch an deiner eigenen Sexualität und Erotik, naja, das mehr mit einzubeziehen, das wirklich zu genießen und dir bewusst zu werden, dass du da sehr reich ausgestattet bist im Grunde. Und wenn du einen Partner hast, einen, mit dem du Partnerschaft lebst, auch Sexualität, dann lehnt dich diese Karte ganz stark ein, das mal wieder zu genießen. Also wirklich Sexualität zu genießen. Denn, naja, man kann es ja so betrachten, dass Sexualität im Grunde ein ganz intimer Austausch ist, ein emotionaler Austausch, ein körperlicher Austausch, der zwei Partner wirklich verschmelzen kann für den Augenblick. Dieses Einssein mit dem anderen und mit sich kommt hier für mich sehr stark zum Ausdruck. Und es ist für mich persönlich auch eine Aufforderung, mit seinen Gefühlen, auch mit seinen sexuellen Gefühlen, bewusster umzugehen und die auch wirklich zu genießen. Und auch wenn du keinen Partner hast, gibt es Möglichkeiten, Sexualität zu genießen. Und diese Karte sagt ganz klar, dass du das tun solltest und das dir auch bewusst machen solltest. So, jetzt haben wir hier die zweite Karte und ich bin sehr gespannt, was dazu kommt.
Wow. Okay. Also es scheint hier doch wirklich tatsächlich um etwas sehr Tiefgreifendes zu gehen. Also vielleicht hat der eine oder andere, der hier zuschaut, tatsächlich auch echt Probleme in diesem Bereich mit seiner eigenen Sexualität. Das ist ja heutzutage auch nichts. Also da gibt es ja auch viele Menschen, die da gerade das nicht frei leben können. Und für mich ist hier die Zusatzkarte der Tod. Ja klar, es ist immer auch, ne, es steht auch für ein Ende, aber auch für einen Neuanfang und auch für Transformation. Also lass dich jetzt nicht schrecken. Für mich heißt das in diesem Zusammenhang eher, dass du dich vielleicht von alten Verhaltensweisen und von alten Glaubensmustern, die diesen Bereich betreffen, das Genießen von Sexualität endgültig verabschieden solltest. Ich weiß, dass viele von uns gerade in dem Bereich durch Erziehung und durch ja, auch durch Medien wirklich, ja, man wird da nicht unbedingt günstig beeinflusst in meinen Augen. So einerseits liegt in diesem Bereich sehr viel Druck. Man hat bestimmte Vorstellungen davon, wie das sein soll, wie es sich anfühlen soll, mit wem es passieren soll. Naja, und ich sehe das hier als Aufforderung, wirklich mal drüber nachzudenken oder sich das mal bewusst anzuschauen, wie es denn um die eigene Sexualität bestellt ist, ob die tatsächlich frei ausgelebt wird, dass wie du da in Kontakt bist mit dir, mit oder ohne Partner. Ja? So, ich lege die jetzt hier mal so dann drüber. So, und jetzt schauen wir doch mal, was ist denn hier der Haupteinfluss des Mondes in dieser Zeit? Ah, die Prinzessin der Stäbe, okay. Ja, ganz interessant, dass es im Grunde, ne? Also, das hier könnte quasi die Mutter sein. Die Königin der Stäbe ist die Mutter der Prinzessin der Stäbe. Sie beide haben sehr ähnliche Energien. Halt beides Feuerenergien, ne? Das sind die Stäbe. Man sieht es auch schon von der Farbgebung her. Hier geht es auch meiner Meinung nach um Sexualität, zumindest am Rande auch, aber auch um feurige Dynamik. Der Unterschied zur Königin der Stäbe liegt hier für mich darin, dass die Prinzessin der Stäbe etwas jünger ist, noch nicht so ausgereift ist wie die Königin der Stäbe, dass sie aber trotzdem eine sehr feurige Macht hat, die sie auch ausleben sollte, ausleben darf und vielleicht sogar ausleben muss, weil es sonst ungesund wird. So, ich schaue jetzt hier nochmal in mein Buch, ob ich da noch was Interessantes dazu finde. Bestimmt. Falls ich die Seite heute nochmal finde. Ah ja. Ah ja, okay. Stimmt. Ja, die Prinzessin der Stäbe ist auch sehr mutig. Also es geht ja auch ein bisschen um Befreiung von Angst und um Ekstasefähigkeit, um Neuanfang hier auch. Ja, ich finde, das korrespondiert sehr schön mit den beiden anderen Karten. Es geht um Lebensfreude und Leidenschaft, Offenheit. Und diese Karte sagt ganz klar, wenn du in letzter Zeit allzu oft Opfer deiner eigenen Ängste warst und dich selbst nicht ausleben konntest, dann ist das hier der Aufruf, jetzt quasi auf dein eigenes Feuer zu hören, auf deine eigenen Gefühle, auch auf deine eigene Leidenschaft. Es geht ja auch um, es kann auch sein, dass du dich vielleicht frisch verliebt hast, also stürmisch verliebt hast und dass dir das hilft, deine alten Ängste hinter dir zu lassen und dich endlich deiner Leidenschaft hinzugeben. Das kann sich auf eine neue Person in deinem Leben beziehen, das kann sich auf dich selbst beziehen, auch auf eine bestehende Partnerschaft. Du bist hier auf jeden Fall aufgerufen, offen zu dir zu stehen und zu deinen Wünschen, auch zu deinen sexuellen Wünschen. Oder zu deinen sexuellen Emotionen. Denn wenn du dich selbst angstfrei und offen zeigen kannst in deiner Partnerschaft, dann wird das auf jeden Fall auch Auswirkungen auf deinen Partner haben. Das ist auch immer so etwas, ne? Gerade wenn man wenn in Beziehungen in dem Bereich irgendwie hakt, dann ist man ja schnell dabei, dem anderen den schwarzen Peter in Anführungsstrichen zuzustecken, ja? Dass man sagt, ja, du willst ja nicht oder du machst ja dies und das nicht richtig oder falsch oder wie auch immer. Und diese Karte sagt ganz klar, werde selbst aktiv. Kümmere dich um deine eigenen Bedürfnisse. Das ist der Weg für dich momentan. Das ist der Haupteinfluss. Und ich halte das für glücksversprechend oder auch für heilsam.
auch unabhängig davon, was hier unten letzten Endes herauskommt, ist es, glaube ich, grundsätzlich eine gute Idee, für sich selbst und seine Bedürfnisse einzustehen. Wir schauen mal, ob das in der Vergangenheit geklappt hat oder wie es denn jetzt überhaupt zu dieser Situation kam. Die Liebenden. Ah, ja. Früher war das eine meiner Lieblingskarten im Tarot. Im Moment muss ich sagen, ja, es ist ja auch eine schöne Karte und sie steht für die Liebe und die Liebenden. Aber was oft vergessen wird bei dieser Karte, es ist auch eine Entscheidungskarte. Und es ist auch eine Karte, die auf die Dualität oder auch meinetwegen Polarität hinweist, die die Liebe immer in sich trägt. Also, ich würde sagen, dass hier für einige, die zuschauen, geht es hier ganz klar um das Thema Liebe. Es war ja eigentlich eine relativ offene Geschichte, aber naja, dadurch, dass jetzt hier auch schon die Sexualität mit reinkommt und hier jetzt die Linien, würde ich sagen, es geht hier jetzt momentan auf jeden Fall eher um das Thema Liebe als um das Thema Beruf. Und ich werde jetzt auch so, glaube ich, erstmal weiter deuten. Falls ich dann nachher nochmal einen anderen Impuls bekomme, werde ich mal schauen. Aber naja, ich denke, die Karte spricht auch ein bisschen für sich. Ja, die Liebenden, okay. Also derjenige oder diejenige, die sich jetzt neu verliebt hat, für die ist das jetzt sicherlich keine Überraschung. Für alle anderen, die vielleicht in einer festen Partnerschaft sind und jetzt denken, die Liebenden, wieso, was, was soll das? Ja, naja, Liebe und Beziehung, das ist ja ein Lernfeld. Und im besten Falle für beide beteiligten Menschen. Hier geht es halt um das Zusammentreffen von Gegensätzen. Ja, und es ist sicherlich die Hauptkarte im Beziehungstarot. Denn sie spricht ja auch von Sehnsucht, Anziehung, auch dem Wunsch nach Auseinandersetzung und Abenteuer und eben von den beiden Polen, männlich und weiblich, die aufeinandertreffen und ja, im besten Fall schöne Gefühle in uns auslösen oder zumindest aufregende Gefühle. Naja, aber da sie halt auch etwas von der Dualität hat und Entscheidung, würde ich sagen, dass hier jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, also sie steht sicherlich für Liebe, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sie hier die große Liebe anzeigt, ich würde eher sagen, dass hier etwas in dem Bereich für dich ganz fundamental in Frage steht im Moment. Und wenn ich das jetzt in Bezug setze zu dieser Karte, würde ich sagen, wenn du schon in einer bestehenden Beziehung bist, oder auch wenn nicht, solltest du ganz stark darauf aufpassen, dass du innerhalb dieser Beziehung, innerhalb dieses Lernfeldes, deine eigenen Bedürfnisse mutig und klar vertrittst und offen bist für Reaktionen deines Gegenübers. Darauf. So, das klingt jedenfalls ab. Hat hierhin geführt. Jetzt schauen wir mal, wie denn die zukünftigen Tendenzen sind. Die Prinzessin der Scheiben. Ah, interessant, interessant. So, das ist also die zukünftige Energie quasi, der Mond, der jetzt zunimmt. Ja, leider ist mein Autofokus hier nicht so. Naja, jedenfalls ist das die Prinzessin der Scheiben.